Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und heute ist es soweit, wir fliegen mit unserem Schiff rüber zur Basis in der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Ich habe es vorher nicht getestet, ich habe keine Ahnung, ob das alles klappt, wir werden das gleich sehen. Und für die, die sich fragen, warum es jetzt auf einmal Nacht ist, weil es vorhin oder gestern in der Folge noch Tag war, ich war gerade einkaufen und habe vergessen, das Spiel zuzumachen. Ja, gut, so viel dazu. Ich habe hier zwischendrin schon mal die Blöcke, wo ich rangekommen bin, beziehungsweise wo kein Fahrwerk drauf steht, abgebaut. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen Stahlklötze oder Platten im Inventar. Die schmeißen wir nochmal eben hier irgendwo rein. Machen wir mal da rein. Hula, ist ja egal. Finde ich wahrscheinlich sowieso nie wieder. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Kiste angehoben bekommen, um die restlichen Stahlplatten noch abzubauen. Also schmeißen wir den Karre mal an. Genau. Licht geht. Wunderbar. Dann entriegeln wir das Ganze, schmeißen die Triebwerke an und... Oh, es schwebt. Nice, ich hoffe, das reicht schon. Könnte klappen. Wir müssen schnell durch jetzt. Denn Geräte, die fliegen, wo keiner drinne sitzt, haben die Angewohnheit, irgendwann abzusacken. Dementsprechend hauen wir hier mal kurz alles weg. So, aber das sieht gut aus, ja. Könnte funktionieren. Allerdings gibt es da andere Dinge, worüber ich mir mehr Sorgen mache. Aber das schauen wir gleich mal. So, den noch. Und dann noch einmal die Platte da vorne. Denk dran, niemals unter schwebende Lasten treten. Hust. Ja, alles klar. Ich denke mal, jetzt wird's ernst. Oh, geht aber gut nach oben, hätte ich nicht gedacht. Ja, okay. Nochmal eben das HUD anschalten, genau. Voila. Kurzer Lag, wie immer. Dann richten wir das mal einigermaßen aus hier. Vielleicht lieber so. Und dann würde ich sagen, bewegen wir die Kiste mal darüber. Oha. Gut, dass wir so viele Gyroskope da eingebaut haben. Ich nutze gerade das ganze Mauspad aus, aber es geht. Also zwei, dreimal musste ich jetzt gerade rüber scrollen von rechts nach links. Aber ist okay. Ja, worüber ich mir eigentlich am meisten Gedanken mache oder Sorgen mache, ist die Tatsache oder die Frage, ob wir überhaupt mit dieser fetten Kiste, die total überladen ist, auf die Höhe kommen, wo wir hin müssen. Ich meine, wenn das nun partout nicht hinhauen sollte, was durchaus sein kann bei dem ganzen Gewicht, was wir hier rumschleppen, dann werden wir unten irgendwo zwischenlanden und werden mit dem kleinen Schiff ein paar Sachen hochbringen, sodass wir halt einigermaßen damit klarkommen. Gut, aber wir fliegen jetzt erstmal in die Richtung. Und dann schauen wir mal weiter. Die Kiste beschleunigt ultra langsam. Ich habe allerdings auch nichts anderes erwartet. Also noch ist Auftrieb da. Also bisher klappt es besser, als ich dachte, aber ich will da nicht zu viel loben. Ich weiß nicht, ob es hinhaut. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, auf jeden Fall ist unser Guffelauto fest verstaut und unser kleines Schiff da, da kann eigentlich auch nichts mit passieren. Und ja, dann fliegen wir mal darüber. Wir können dann nebenbei noch so, ich sag mal, um die Zukunftspläne ein bisschen quatschen. Denn es gibt ja noch viele Dinge zu tun, die wir jetzt am Freitag im Stream nicht geschafft haben. Aufgrund von diversen, ja, Dingen, die nicht so hätten sein sollen, wie sie waren. Aber okay, lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir lassen uns von diesen Bugs nicht unterkriegen. Es sei denn, es wird irgendwann wirklich zu viel. Gut, aber wir wissen, also wir haben zumindest gelernt, dass wir von Fahrzeugen die Finger lassen sollen. Oder sollten. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem noch die eine oder andere Runde mit unserem Tunnelbohrer drehen. Denn wir brauchen da drin noch ein bisschen mehr Platz. Ich will dann noch einen dicken Hangar bauen, wo wir nachher das Schiff bauen, welches uns hoffentlich ins Weltall bringt. Wo wir auch noch nicht wissen, ob das funktioniert. Wir werden es irgendwann rausfinden. Mal schauen. So, fliegen wir mal einfach rüber. So. Also wir haben hier schon mal die Schneefallgrenze erreicht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil unsere Basis ist ja quasi genau auf dieser Höhe. Also es könnte durchaus funktionieren. Ja, ansonsten denke ich mal, dass wir jetzt im Laufe der Woche, beziehungsweise Freitag im nächsten Stream, dann so langsam die Basis einrichten mit den Sachen, die ich schon mal angesprochen hatte. Generatorraum, Verarbeitungsraum mit Raffinerien und Assemblern. Und das Ganze natürlich halt auch mit dem automatischen Fließbandsystem. Damit wir nicht jedes Mal immer hin und her rennen müssen, das macht uns die Arbeit, glaube ich, wesentlich leichter. So zumindest der Plan.
Wie lange wir dafür brauchen, weiß ich nicht, aber wir nehmen uns einfach die Zeit. Ist egal. So, ich fliege mal ein bisschen tiefer, weil dann können wir nämlich gleich mit Schwung quasi nach oben fliegen. Ich habe keine Ahnung, ob das hier klappt. Ist schon leicht riskant, was wir hier gerade tun, aber okay. Das war es auch schon, als wir in dieses Schiff eingestiegen sind, glaube ich. Junge, Junge, Junge. Das fliegt sich wie eine Palette, wie so eine Holzpalette fliegt sich das Ding, glaube ich. Also von der Steuerung links, rechts, oben, unten meine ich jetzt. So, wir sind noch 7 Kilometer entfernt. Die Frage ist natürlich, kriegt die Kiste den Hintern noch nach oben? Anscheinend, also ich habe das Gefühl, dass ja. Die Frage ist halt nur, wie weit tut sie das? Ich glaube nämlich nicht mehr so weit. Obwohl? Wenn wir die Höhe halten, können wir das top. Ja, noch ein bisschen höher, komm. Also wenn wir die Höhe halten können, die wir jetzt haben, dann wäre das schon mal ziemlich ultra. Ich fange mal an mit Bremsen. Weil bis die Kiste zum Stehen kommt, ist Weihnachten. Oh ja. Aber okay, ich sag mal so, das war vorauszusehen. Ich meine, wir sind hier maßlos überladen mit dem Ding. Da war das wirklich vorauszusehen. Ich hätte vielleicht Landelichter bauen sollen, oder? Weil es wird gleich interessant, glaube ich. Aber okay. Wird schon schief gehen. Ich mache hier so ein bisschen die Seitenansicht, dann sehen wir ein bisschen was vom Berg. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber wir haben die Höhe erreicht. Wenn das Ding jetzt hier oben bleibt, das wäre so geil. Ich meine, der Hintergrundgedanke von vornherein war ja einfach der, je höher wir die Base bauen, desto weniger Weg müssen wir überbrücken, um ins Weltall zu kommen. Das war so ein bisschen der Hintergedanke. Außerdem sind Berge cool. Davon mal ab. So, 1 Kilometer noch, komm. Und ja, ich habe natürlich vorher ein Backup gemacht. Wenn wir das Ding hier verlieren, verlieren wir alles. Hier sind alle Rohstoffe drin, die wir jeweils gefarmt haben. Außer so ein paar Kleinigkeiten halt. Das wäre der absolute Horror. So, 800 Meter. Ich traue mich gar nicht, schneller zu fliegen. 20 Meter pro Sekunde ist in Ordnung. Doch, also von der Höhe erst rein. Wir müssen gleich nur wahnsinnig aufpassen beim Runtersinken. Das könnte nochmal richtig kompliziert werden gleich. So, 10 Meter pro Sekunde haben wir. Vielleicht drehen wir nochmal so ein bisschen ein und ich mache mal so einen ganz leichten Schub nach unten. Oha. Ich habe nur angetippt, ne, und die Kiste sinkt und sinkt und sinkt. Holy shit. Aber der fängt sich wieder. Ist okay. Ich gehe mal erstmal Richtung Plattform weiter. Vielleicht kriegen wir die Kiste über der Plattform schon so einigermaßen ausgerichtet. Von der Draufsicht her, dass wir, falls wir runterkrachen, die Plattform mitnehmen. Oh mein Gott, ey. Die Ausrichtung passt noch, okay. Dann drehen wir das Ganze jetzt mal. Ja, passt immer noch. Dreh das mal gerade hier. Das ist jetzt echt Fummelarbeit, ey. Alter Falter. Und wir sind ganz schön hoch noch. Tipp nochmal kurz an. Dann sacken wir wieder 100 Meter runter. So, dann ab nach links. Das ist echt Millimeterarbeit hier. Aber ich werde hier auch nichts rausschneiden, weil ich habe diese Folge nichts anderes vor. Das reicht wieder für meine Nerven. So. Tippen wir nochmal an. Oha. Guck mal, ich habe das echt wieder nur kurz angetippt und die Kiste sinkt und sinkt und sinkt. Das ist unglaublich. Aber durchaus vorstellbar bei der dünnen Luft hier oben.
Passt das noch? Ja, könnte. Wir müssen noch ein bisschen nach links, glaube ich. Sofern ich der Kameraperspektive vertrauen kann. Ich bin auf Anschlag, also es sollte eigentlich gehen. Aber das heißt ja nichts. So, dann drehen wir noch ein bisschen so rum, genau. Und dann gehen wir mal ganz langsam und ganz vorsichtig nach unten. Wo wir die Düsen arbeiten müssen, um das Ding wieder zum Stehen zu bekommen. Das sind immerhin 753.000 Tonnen. Ne, 753 Tonnen, sorry. Aber es ist trotzdem eine unvorstellbare Masse. Dass sowas überhaupt fliegen kann, ist eigentlich unglaublich. So, prüfen wir nochmal kurz. Guck mal, wir können auch nach vorne. Wir müssen sogar noch nach vorne. Wir drehen auch noch ein bisschen und gehen auch noch ein bisschen nach links. So. Oh. Das können wir auch korrigieren. Das ist unproblematisch. Wir sind ein bisschen zu weit nach vorne gedriftet, glaube ich. Habe ich ein bisschen zu viel Schub gegeben. Ist aber auch unproblematisch. Ja, das passt noch. Uiuiuiui. Warte mal. Tada! Gut, dass ich da noch dran gedacht habe. Oh mein Gott, ey. So, beweg dich nach unten, Kollege. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Ich versuche das mal einigermaßen gerade hier einzuparken, damit das vernünftig aussieht. Denn ich habe nicht vor, in naher Zukunft diese Kiste nochmal zu bewegen. Ihr seht, das Ganze ist mit Aufwand verbunden. Dementsprechend möchte ich diese Geschichten einigermaßen vermeiden. So, jetzt aber ganz vorsichtig. Hinten haben wir auch schon Kontakt. Oh, doch noch ein bisschen schräg. Das macht nichts. Hier ist einiges schräg. So. Wir sind gelandet. Leck mich fett, ist das geil. Wir sind tatsächlich heil hier rübergekommen. Unglaublich. Das muss ich mir erstmal nochmal angucken. Ich lass mal kurz die Landelichter an, dann sehen wir auch was. Oh Gott, ey. Ich schwitze gerade, ne? Nur mal eben nice to know. Wir sollten... Obwohl, nee, das passt. Nee, das können wir so stehen lassen. Kann man noch wunderbar außen rumlaufen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, ist jetzt nicht ganz gerade drin. Obwohl, geht. Also für so einen dicken Koloss passt das. Kann man machen. Ich würde mal sagen, Mission erfüllt. Ich mache nochmal eben hier aus Energiespargründen die Triebwerke... die ganzen Gerätschaften aus. Zack. Und die sollten auch genau ausgehen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Ich habe ehrlich gesagt mit Schlimmeren gerechnet. Aufgrund der dünnen Luft hier oben, sage ich jetzt mal. Gut. Ich würde sagen, dann werden wir die Folge jetzt beenden, weil ich bin hier schweißgebadet. Und dann mache ich mich mal nach der Aufnahme daran, die ganze Kiste zu entladen. Ich denke mal, wir brauchen da drin noch einen zweiten Frachtcontainer, weil so viel wie da drin ist, kriegen wir garantiert nicht in diesen einen, den wir gebaut haben, mit rein. Aber das sollte kein Problem sein. Ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Übrigens, die nächsten Folgen werden auch wieder länger. So, bis dann. Tschüss.